guten Tag. Sie haben reserviert? Ja, genau mein Name. Ich habe Tisch reserviert. Ja, alles klar. Bitte setzen an Tisch 1. Machen wir doch. Sie Deutscher? Ich Deutscher. Ja? Ja, riesen Penis, ja? Große Penis? Ja, große Penis, ja? Große Passionen für Sie? Ja, okay. Ja. Wir machen Menü für Sie fertig. Ja, bitte. Menü 1? Sie haben einfach durch. Sie haben 1, 2, 3 Menü. Ich nehme Menü 1. Menü 1, okay, Menü 1. Trinken? Was haben Sie denn? Wir können geben grün, rot und andere rot. Ich nehme andere rot. Andere rot? Andere rot. Super Nintendo Glas? Ja, bitte. Andere rot? Bitte sehr. Danke sehr. Essen kommen in 10 Minuten. Okay. Ragazzi, sono Cador. Il nostro suo cammino. Il nostro suo cammino e la porta americana. Il nostro suo cammino, Giulia. Attigiamo ancora. Wir werden heute mal die japanischen Spezialitäten hier testen. Geruch ist ein bisschen nicht so der Burner, aber die schmeckt, das Getränk, das kann man trinken. Das andere Rot. So, das Essen hier. Guter Mann mit großem Penis, wir haben Gruß aus Küche. Bitte sehr. Dankeschön. Wir zeigen einmal hier. Zeigen, so, bitte. Essen. Schnell. Bezahlen. So, wir haben hier einmal ein Tütchen mit, was sind das? Mini-Gummibärchen, Knusper, Sterne, Korallen, keine Ahnung, ob das Stein ist. Ob sich das essen lässt, lassen wir das testen. Riecht ein bisschen nach Minze. Ist Zucker in Form. Kein Geschmack, außer nach Zucker. Der erste war ein weißer, jetzt der pinke. Waren zwei pinke. Selber Geschmack. Farbe ändert gar nichts. Wow. Auch Zucker. Scheint normaler Würfelzucker zu sein mit Farbe. Hätte ich jetzt einen Tee, könnte ich das da rein tun. Dann haben wir hier, ob ihr seht, das ist irgendwie, scheint ein Schokoladen-Teddy zu sein. Ein bisschen weiß in der Mitte. Ein bisschen vielleicht weiße Schokolade. Da steht drauf, geschrieben, viel Japanisch. Ein paar Zahlen. 28 Grad kann ich lesen. Testen wir das Ganze mal. Muss ja jemand Stäbchen essen? Normale Schokolade. Schmeckt gut. Nochmal ein bisschen Würfelzucker. Ist okay. Tun wir noch ein bisschen hier. Kellner, ich bin fertig. Das war der Vorgang, der Vorspeise, was war das? Salat? Warten wir auf das nächste Menü. Kommen sofort, kommen sofort. Kommen essen. Dankeschön. Menü 1. Wir haben geschmeckt, Gruß aus Küche. War gut. Gut, gut geschmeckt. Ja, sehr süß. Süß? Ja. Süß, der süße Penis von deutschen Mann. Der große. Der große. Große. Guten Hunger. Dankeschön. Wir haben wieder zwei Tütchen gekriegt. Einmal ein Tütchen, grün, Nuss, karamellisiert eventuell,
keine Ahnung, was das ist. Das sieht irgendwie aus, als ob das irgendein Tierhoden, keine Ahnung. Ich mach mal auf. Hört sich lustig an. Ein Aufprall. So. Ich darf euch vorstellen, eine Nuss, irgendein Mantel drin. Ist Nuss, die aber jetzt nicht Schale abzumachen. Scheint mir so. Minimal salzig. Nicht der Burner. So, als nächstes haben wir hier weißes Gummi, ein kleines Männchen drauf. Ich weiß nicht, ob das ein Michelin-Männchen darstellen soll. Sehr weich, besteht in Rot irgendwas, vielleicht sollte das Achtung, hoffentlich ist es ein bisschen scharf. Oh, das ist, ja, das ist wie heißt das weiße Zeug, Marshmallow, das ist ein Marshmallow wahrscheinlich. Wie ihr seht, Gummi aufgeklebt, lässt sich gut kneten. Na, das ist hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da. Kann man noch reinstechen. Innen einigermaßen weich. Ich weiß noch, ob jetzt eine Füllung war. War lecker. Das weiß ich. Michelin-Menschen war köstlich. Ein bisschen was zum Abgang. Lecker. Haben wir fertig essen? Ja, natürlich. Haben geschmeckt? Ja, es war das Michelin, das weiße Gummi war lecker. Ja. Die Nüsse gewöhnungsbedürftig. Lecker. Penis geht gut? Penis geht gut noch immer. Okay. Lecker essen. Oh. Bitte schmecken lassen. Danke. Und dann bezahlen. So, ich glaube, jetzt kommen wir langsam zum Hauptgang. Sieht interessant aus. Wir machen hier mit dem großen Päckchen weiter. Grün. Kartoffeln drauf. Lässt sich nicht entziffern, was es ist. Hier ist auch nicht ein Wort, was man lesen könnte. PP steht für Folie. Machen wir auf. Könnten Käse, Kartoffelbällchen oder sowas in die Richtung sein. Kräuter. Geschmacksneutral. Nee. Ein bisschen Kräuter, Essig würde ich jetzt sagen. Kräuteressig, riechig. Tatsächlich lecker. Hat wie Käsebällchen, hat was von Käsebällchen mit ein bisschen salzig. Sehr lecker. Als nächstes haben wir hier so eine schöne rote Verpackung mit einem Fisch drauf. Jaitara. Lässt sich lesen.
ansonsten nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass es extrem salziger Trockenfisch ist. Ja, testen wir das Ganze mal, aber bevor wir unser ganzes salzige Zeug reinpfeffern, tun wir erstmal ein bisschen Süßes trinken. Ich könnte mir vorstellen, die Sojasauce auf die Chips, die sind bestimmt noch ein bisschen besser, müssen wir gleich mal testen. Extrem trockene Stäbchen, da ist nichts. Na, was haben wir hier? Kein Geruch, geruchsneutral, wie immer. Irgendwie die japanische Küche, die ist sehr neutral. Also das hat nichts vom Fisch. Ich würde sagen, das ist wie Toastbrot, ein Streifen geschnitten, getrocknet. Wollen wir trinken? Ja, ich nehme ein bisschen was. Ich bringe. Ich bringe ein neues Getränk. Dankeschön. Hier fehlt ein bisschen Soße. Definitiv. Ich mache ihn hier rein. Gleiche Farbe. Oder das ist das japanische Bier. Nichts wissen. Trinken und bezahlen. Sehr süß. Ich werde jetzt mal was testen. Der Fisch oder die Fischpackung, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fisch ist, das lässt sich ja nicht erlesen. Der war ein bisschen zu mager, mir schmeckt. Jetzt tun wir da ein bisschen Sojasauce drauf, wie das so üblich ist bei denen. Siehe da, schmeckt. Sehr lecker, köstlich. Ich muss jetzt ein bisschen. Nächster Gang, kommen. Danke. Haben geschmeckt? Sehr lecker. Ich bin zufrieden. Bisher nichts. Große Penis geht nun? Ja, immer noch. So. Leute, zeigen, was essen. Ja, ich mach das. Und dann bezahlen. So, jetzt kommt als nächstes, ich könnte mir vorstellen, das ist das japanische Center Shock Kaugummi. Katze ist drauf, wieder ein bisschen rote Schrift, ein Häuschen, lässt sich gar nichts lesen. Jetzt machen wir mal auf. Es ist ein Lutschbonbon. Wir werden es mal antesten. War so rutschig. Das ist Hallo, wie schmeckt es? Sehr lecker. Aber das ist zu langwierig, den jetzt aufzulutschen. Ist so ein bisschen bekannt in Deutschland, fängt mit N an, hört mit M auf und mit 2 am Ende. So, was machen wir jetzt zuerst? Ich hätte. Ja, das beide ich mir zum Schluss auf. Wir haben jetzt hier so eine Kinderschultüte, voll mit irgendeinem
Der Brösel. Scheint mir so ein Puderzuckerverschnitt zu sein. Lassen wir uns das Ganze mal testen. Ich esse gleich alles auf. Reiskörner. Ich versuche mal was ins Licht zu halten. Weiß. Lässt sich zerdrücken. Ach, da war nichts drin. Popcorn. Das ist wie Schaumstoff essen. Ist lecker. Ich könnte mir vorstellen, naja, also wie gesagt, Schaumstoff lässt sich herstellen im Baumarkt, einfach so eine Schaumstoffpistole holen, auseinanderschneiden, ein bisschen Zucker drauf. So, kommen wir zur Nachspeise. Also war auch okay, aber war halt nichts Essbares. Also nichts, was jetzt sättigend wäre für mich. Jetzt kommen wir hier. Das scheint mich hier so eine Art Burger-Nachtisch zu sein. Schokolade in der Mitte, Teig oben und unten. Ich zeig's mal kurz. Dora Choco. Double Choco. Vielleicht meinen die das. Oh, das riecht lecker. Das riecht echt köstlich. Sieht gut aus. Schmeckt. Saftig. Genießbar. Lecker. Hat geschmeckt? Sehr gut. Sehr gut. Wir machen jetzt warme Essen. Oh, endlich. Warme Essen? Jawohl, danke. Weil deutsche Mann mit großem Penis auf warme Essen. Und dann bezahlen. Ja. So, kommen, Essen warm. Oh, ja, weil ja auch. Haben Wagame mit Gyoza. Wagame mit Gyoza. Guten Appetit. Was ist das? Soße. Essen und dann bezahlen. Eine Teigtasche mit grünen, was ist das komische? Oh, scheint Alge zu sein oder so. Glas, Alge, keine Ahnung. So, es ist kalt. Keine Ahnung, was das ist. Ich tue das mal hier auf der Seite. Ein bisschen grob die Soße. Salat.
Salat ist mal nix. Na, dann noch ein bisschen Grünzeug. Ich guck mal, ob das vielleicht anders schmeckt. Eiskalt. Hat nichts mit Weißkraut oder Sauerkraut zu tun, Leute. Das hier ist eine Teigtasche. Gefüllt mit Fleisch. Also schmecken. Oh, die ist lecker. Bei den Russen heißen die Dinger Pelmeni oder Mante. Bei den Deutschen heißen die Sachen Tortellinis mit Fleischfüllung in die Richtung. So schmeckt es auch lecker, tatsächlich. Wir probieren ja noch ein bisschen Salat. Vielleicht kann man mich doch noch eines Besseren belehren. Ich weiß es nicht, aber das ist der. Egal wie der Salat heißt, wie hieß er nochmal? Kellner, wie heißt der Salat? Wakame. Der Wakame-Salat, Leute, den könnt ihr euch sparen. Ich empfehle jeden, der abnehmen möchte, der sollte nur diesen Salat essen, weil dann isst er gar nichts mehr. Aber das hole ich mich noch rein, das war lecker. Die Soße, was auch immer das ist. Lecker. Gut geschmeckt? Ja, ich bräuchte bitte noch was zum Trinken. Trinken? Ja. Was wollen? Grün oder rot? Ich nehme jetzt das Rot. Rot. Oh. Ihr müsst euch mal die Konsistenz von dem komischen Salat hier angucken. Was heißt denn komisch angucken? Nee, nee, der ist richtig lecker, der sieht süß aus. Das stinkt aber, Alter. Lecker. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist kein. Ist das ein Getränk jetzt oder ein Zeug? Boah, der Salat jetzt gar nichts. Das soll irgendeine Made in Japan Matsuyama Confectionery Co. Das ist Erdbeer. Irgendein Erdbeer. Strawberry. So, nächste Telekom. Nicht alles, aber ich habe Erdbeere. Der Geschmack ist einfach nur noch Zucker, aber nicht nach Erdbeere. Schmeckt gut? Ja, sehr lecker. Nächste Teller. Essen und dann bezahle. Hier mein lustiges Bild. Opa und Oma an so einem Brunnen. Der Opa haut mit dem Hammer auf die Oma. Hat auf jeden Fall was. Auf der Rückseite haben wir ein paar Affen und ein paar Tiere, Vögel. Ich glaube, die haben alle einen Vogel abgeschossen. Keine Ahnung. Machen wir mal auf. Ein Hund ist da noch auf der Rückseite. Ich weiß nicht, was da mich drin erwartet. Sieht nach irgendwas für ein Röstis aus in die Richtung. Brotkrümel, keine Ahnung. Opa haut auf Oma. Was könnte das denn sein? Sortiert. Opa haut auf Oma, Junge. Brot. Brot im Ofen zu Röstis werden lassen. Kennen wir auch bei uns. Ist nichts Besonderes.
Aber was ich da drin gefunden habe, was ich so nicht kenne, ist eine Nuss. Das kennen wir bei uns nicht. Geht. So, Leute. Joghurt-Jelly. Extrem flüssig. Ich weiß nicht, was das ist. Muss man da jetzt aufbeißen und das reinjagen in sich? Oder muss man das irgendwo reingießen? Ist das eine Soße, Joghurt? Könnte eine Joghurtsoße sein. Ich probiere es mal zu öffnen. Hier wird aber kein Öffnungsding. Ja. Nur damit ihr seht, das ist Gelee. Das wackelt so schön hin und her. Ich lege mich das mal hier so hin. Man könnte jetzt auch, wenn man jetzt ganz böse jemanden ärgern will, dann sagt man, das ist so ein langer Popel gefühlt. So. Mit dem Stäbchen kriegt man das nicht wirklich aufgenommen. Aber Wackelpudding. Fußball, Maus, was ist das hier? Ben! Ben! Da steht Ben, nicht Ben, sondern Ben. Ich bin gebannt. Irgendein Fußball. Oh! Das ist ein riesengroßer Käse-Chip. Geil, süß, schmeckt ein bisschen nach, ich würde sagen, Geschmack Zuckerwatte. Also in die Richtung, nicht Zuckerwatte, das schmeckt schon geil. Echt lecker. Geil. Kommen wir zum letzten dieses Menüs. K plus Phi. Kalium plus Fiskus, keine Ahnung. Ein Stern drauf. Schoko drauf. Schokostern. Kalium, das ist bestimmt irgendeine mit Vitamine. Ich weiß, dass wir sowas normalerweise nicht brauchen. Aber dann tun wir uns das Ganze mal rein. So, was haben wir hier? Schoko. Vielleicht ist das das Gegenstück von dem anderen gerade eben. Das war ja richtig Hammer. Vielleicht ist das ja genauso Hammer. Aber es sieht aus wie eine gelegte Wurst. Sternform von vorne, Seite wie eine Wurst. Ich könnte irgendeine Schokolade sein. Das ist ein Hundeleckerli. Oh. Schoko. Schokoladig. Oh. Ich muss jetzt überlegen, wie ich mit was ich das vergleiche. Das ist so eine Richtung. Mittelding von H. Anuta oder K. N. Oppers. Lecker.
sehe und habe ihn geschmeckt. Ja, sehr lecker. Dankeschön. Nächste Portion. Getränk lecker. Oh, der Geruch, der überzeugt mich jedes Mal. Schnell trinken, essen, dann bezahlen. So. Ja, was haben wir hier? So, womit fangen wir mal an? Wir fangen an mit... Wir haben hier... einen Zug. Ein Zug. JR. Japanisch. Zu schön. Will ich ja nicht kaputt machen. Oh, wir haben Dekokugeln. Das scheint mich was zum Backen zu sein, aber nicht zum Essen. Eine Kugel haben wir aufgenommen gekriegt und da fällt sie schon wieder runter. Eine Kugel haben wir aufgenommen, braun, nichts dran. Ja, ist irgendwas... als Dekokugel benutzen, also zum Essen ist das nichts, das ist vergleichbar mit Null. Gehen wir direkt zum nächsten. Grün, ein Bombengesicht. Das wird wahrscheinlich das andere Gegenstück sein, von dem Lutschbomben, was ich gerade eben hatte. Wie heißt die Frucht? Ich weiß nicht, bei den Japanern gibt es so drei Früchte. Lychee, Bichi und Dichi, irgendwie sowas. Ja, das ist eine davon. Kartoffel. War auf jeden Fall süß lecker. Kann man nichts gegen sagen. So, wir haben jetzt als nächstes einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, einen 100 Millionen Euro Schein. So, das hat auch 3 Yen, 100 Millionen Yen Schein, Euro, Dollar, 100 Millionen auf jeden Fall. So sieht bei denen das Oberhaupt des Schafes aus übrigens, ist ein Mensch. Eine Lampe ist drauf, K123567S. Das ist die Seriennummer. So, machen wir auf. Oh, es gibt sogar ein bisschen Fett. Als Soße dabei. Da tun wir uns natürlich jetzt nicht an. Was? Ich probiere es mal ohne. Es ist ein Stück Papier, Brot. Keine Ahnung, Esspapier. Sehr, sehr bissfest. Das hier ist wie bei dem Fisch, nur beim Fisch hat man Streifen, hier haben wir ein Blatt, aber es ist ein Fisch. Jetzt tun wir mal testweise noch ein bisschen von diesem Fett da drauf. Wir gucken, ob der Geschmack dadurch sich verändert. Boah, ist das eklig. Nur damit ihr wisst, wie die Würste da drauf aussehen. Das Ganze verteilen wir jetzt.
Oder ist das Butter? Vielleicht ist es auch deren Butter, das weiß man ja auch nie so ganz. Wir wollen ja uns heute, wir wollen ja auch nicht mit Vorurteilen kommen. Vielleicht schmeckt das ja jetzt alles besser. Ich komme heute nicht mit Vorurteilen. Besser geworden dadurch, aber nicht ansatzweise. Achso, ich mache das steht. Es ist Fisch auf jeden Fall. Kann man essen, den Fisch. Die Butter, Öl, Fett, auch was auch immer das ist, hat keinen Geschmack, außer da wird nachher wahrscheinlich. Also ist es nichts, was man jetzt benötigt für dieses Brot. Können sich da Geld sparen dafür. War aber lecker, das Brot an sich. Fischbrot, Fisch, Teig. Oh, ich mach zu schnell auf. Jetzt haben wir hier auch wieder so eine Scheibe Brot von irgendeiner grünen Pflanze. Nicht, dass es gleich die Salatpflanze ist, die wir gerade eben im Hauptgang hatten. Die war da schon nicht besonders gut. Vielleicht können die das ja hier, haben sie besser hingekriegt, dass es so verarbeitet besser schmeckt. Das werden wir jetzt mal testen. Rote Verpackung. Geruch. Auch sehr fischig. War das grüne Alge? Das ist bestimmt auch so eine Alge. Könnte Alge sein. Fisch, Fischalge, das ist alles im Wasser. Ja, testen wir das Ganze mal. Vielleicht finden wir ja, so sieht's aus. Das ist ein bisschen reingeklebt. Vielleicht ist das ja in irgendeiner Weise frittiert oder karamellisiert. Es klebt extrem. Ich versuche hier mal die Verbindung zu einem deutschen Gericht herzustellen. Es werden wahrscheinlich nur sehr wenige Leute sein, die haben schon mal Schweineohren gegessen. Und das hier schmeckt nicht nach Schweineohren. Das schmeckt ähnlich wie das Fischblatt, wie der andere Fisch, nur mit so einem. Karamellisiert oben. Keine Ahnung. Ist aber nichts, was man jetzt täglich essen will oder sollte. Oder sollte. Aber man kann es essen. Aber wie schmeckt? Köstlich. Danke sehr. Schön in der Soße, Junge. Das ist doch ekelhaft. Nee. Keine Teller mehr in Küche. Ja, ich sehe mit bezahlen. Fangen wir damit an. Das ist schon ein bisschen eingesickt. Grün-Orange. Onigiri Mini. Onigiri Mini. Ahnung, was das ist, Leute. Wieder nicht. Ein QR-Code ist hinten drauf. Vielleicht kann ich mich davon Lotto gewinnen. Abholen. Masuya kaufen. Oh, das sieht aus wie Cracker. Lassen wir uns mal überraschen. Mit schwarzen Dingern drauf. Das sind nicht Würmer. Das ist. Das ist ein Brotchip. Die haben sogar verschiedene Formen, Herzformen, sonst was für Formen. Meistens Dreiecke. Salzig.
was auch immer das Schwarze ist, das schmeckt man nicht. Das ist halt wie ein Cracker. Kann man essen. Den Schwarz mit zuletzt auf. So, als nächstes kommt hier so ein blauer Mannequin mit einer Faust drauf. Eis, das sieht mich nach irgendwas von Eis aus. Eis, Bonbon, keine Ahnung, kühl, cool, blue, was weiß ich, irgendwas sowas wird da rumkommen bei. Ha! Ein Lutscher mit Pulver drin. Blau. Ihr kennt alle den Geschmack. Das blaue Bonbon war bei uns in kleiner Form hier. Das hier wird hier so. Man kann sich immer wieder einen frischen Effekt holen. Der Fresh Effekt. Hat auf jeden Fall was. Ich glaube, das ist ein Chirurg, wenn ich die ganze Zeit so mache. Ist aber. So, Leute. Big Katsu. Wir sind hier ja im Nankatsu. Hier ist der Big Katsu. Das heißt, das ist das Spezialgericht von dem Laden hier. Scheint mir irgendwas Frittiertes zu sein. Das ist wieder so eine Scheibe. Lässt sich ein bisschen biegen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder so ein Fisch ist. Das sieht mich aus wie, ich würde jetzt einfach mal drauf gucken, ein Fischstäbchen. Ist nicht vom Dr. Geister, Dr. Blaubeer. Ist auf jeden Fall ein Fischstäbchen, kalt und ein bisschen süß. Es ist nichts. Man kann es essen. Hat was von. Ne. Ist ein Fischstäbchen getrocknet, kalt, würde ich jetzt mal so sagen. Ein bisschen mit Süße, süß-sauer in die Richtung. Wenn du ein Schuss Wasabi drauf, könnte das wahrscheinlich schmecken. Oder scharf. Aber ist auch immer genießbar. Das habe ich mich bis zuletzt aufgewahrt. Wasabi. Wasabi Nori. Ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen Schärfe bei rumkommt. Das wird aber wahrscheinlich wieder so eine Fischgeschichte sein. Hier ist wieder so ein Blatt Fisch drin. Fischblatt. Eventuell diesmal ein bisschen scharf. Ich hoffe nicht, dass das jetzt das sieht so aus, als ob das wieder so eine karamellisierte Sache ist. Das hoffe ich jetzt natürlich nicht. Wasabi ist drauf. Karamell ist leider auch drauf. Ihr müsst euch das hier vorstellen, ihr habt hier ein Blatt Papier. Da tut man dann einen Schuss Karamell drauf und ein bisschen Wasabi. So schmeckt es auch. Süß, senfig. Lecker. In Geschmacksrichtung, wenn ich mal essen kann, dann wieder in die Pause von nach. Hm? Aber hat was. Ich sehe es schmecken. Mhm. Gut. Jetzt kommen Dessert. Dankeschön. Wollen das Koch machen an dich? Bitteschön. Okay. Kommen sofort. So, Koch, kommen gleich. Möchtest du den Koch haben an Tisch für Dessert? Ja, bitte. Ich bräuchte den Koch an Tisch. Aber ich hätte gerne noch was zum Trinken.
Wir haben noch grün. Ich nehme das grüne Getränk. Ganz frisch. Einmal grün. Ich danke. Koch kommen sofort. Dankeschön. Und dann bezahlen. Prost. Wo kann das Dessert herkommen? Konnichiwa. Sie wollen Dessert für Koch? Jawohl. Frisch zubereitet, ja? Ja. So Leute, ich bekomme jetzt Mochi Maisha. Einmal zeigen. Was? Einmal zeigen. Heute zeigen. Und das bekomme ich vielleicht auch noch. So. Ich habe jetzt hier Muscheln, keine Ahnung, was das ist. Das ist sehr weich. Das ist nicht wie roher Teig. Es ist genießbar, aber man muss es mögen. Das ist tatsächlich, man kann es essen, roher Teig mit einem Tropfen rote Marmelade. Eins! Eins ausgemacht! Lecker Eins! Da ist Brause drin. Eins schmeckt gut! Viel zu übertrieben mit Brause. Eins! Ah. Lass dich gut schmecken! Dankeschön. Die Waffel. Viel zu weich, gar kein bisschen knusprig. Bitter, das ist so ein bisschen wie Brausepulver. Flüssig. Leute, das kann ich keinem empfehlen. Die Waffel ist okay. So, hey, mein Bester. Fazit. Wie hat dir denn das leckere Essen geschmeckt? Hand auf Herz. Das waren jetzt alles japanische Speisen. Oder Süßigkeiten, eher gesagt, am Anfang. Plus ein paar warme Speisen dabei. Und, was meinst du? Kann man das empfehlen? Im Großen und Ganzen so? Im Großen und Ganzen, die Süßigkeiten sind an sich so ziemlich alle essbar gewesen. Da war viel, die arbeiten viel mit Fisch oder Alge. Die Sachen sind auch genießbar, ja.
Es gab auch ein paar gute Sachen, ich sag jetzt mal zum Beispiel die Chips oder die Sternchen, Schoko, Waffel. Da gab es ein paar gute Sachen auch mit dabei. Was von den Getränken her, nur Chemie, oder? Das ist pure Chemie, kann man trinken, keine Frage. Ich meine, wenn man sich jetzt am Fluss befindet und nichts zum Trinken hat, an süßen Getränken, dann tut man sich sowas in einem Fluss rein, dann trinkt man das, dann hat man was zum Trinken, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, kann man alles essen. Es ist nichts dabei gewesen, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich nie wieder essen. Das Grüne, das war übrigens Algensalat. Der Algensalat war... sehr, sehr, sehr. Ich riech das Getränk bis hier. Übelst gewöhnungsbedürftig. Was ich. Ne, jetzt, weil ich es noch hier habe, dieses Brauseeis, das ist nix. Aber, also aber hier, gar nichts. Es ist aber hier abgebildet als Eis tatsächlich, ja. Als Instant-Eis, was man sich zubereiten kann. Da steht jetzt natürlich nichts davon, oder wir können es halt nicht lesen, dass es Brause ist. Aber es soll ein Eis sein, ja. Was ich auf jeden Fall, die Teigtaschen, die waren geil, die waren mega. Was war noch mega? Das waren Teigtaschen mit Hühnchen gefüllt oder so. Also da gibt es aber auch diverse deutsche und andere Ländergerichte, die machen das ähnlich, deswegen da kann man nichts verkehrt machen, das schmeckt gut. Wer Fisch mag, der ist mit so einem Paket definitiv sehr gut bedient. Könnt ihr selber ausprobieren, also wir haben uns das Paket jetzt im Internet bestellt, mit verschiedenen Süßigkeiten und Snacks aus Japan. Kam auch tatsächlich, also wirklich aus Japan. Ne? Hat ein bisschen was gedauert, bis es hier war. Aber war auch jetzt nicht so teuer. Also für einen kleinen Spaß, wenn man mal eine Runde was probieren möchte, glaube ich, eignet sich das ganz gut. Hat man viel Fun mit. Ne? Ja, und man lernt natürlich auch kennen, wie andere Länder, wo bei denen die Süßspeisen oder wie die da zubereitet werden. Bei uns hier wird ja verschiedene Süßspeisen, Schokolade, Namen will ich jetzt keine nennen, aber wir kennen unsere Speisen natürlich und das sind ja andere Speisen, die sind alle auch genießbar und die sind ähnlich. Wenn man halt weiß, was man will oder was man da holt, dann kann man dasselbe da kriegen wie hier. Ja. Zu den Muschis, die der Hing gerade gegessen hat, da gibt es auch welche, die kann man wirklich gut essen. Wir haben uns halt für die Sorte entschieden, wo wir gar nichts mit anfangen konnten und dementsprechend war das jetzt wahrscheinlich nicht so lecker. Aber die gibt es halt auch gefüllt mit Vanille oder mit... was da gibt es sogar Eis von. Matcha, die kannst du als Eis essen oder halt aufgetaut anscheinend. Richtig. Ich habe mal einen gehabt mit Käsekuchen oder mit Karamell. Der mit Karamell war eigentlich ganz okay, kann man essen. Aber ansonsten... Willst du den probieren? Nee, danke. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und wir gucken mal, was wir als nächstes so für Pakete kriegen, die wir essen können. Oder eher gesagt, der Heben essen kann. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer AHA-OK-Team. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.